Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Kommt runter. Macht euch mental darauf gefasst, was gleich auf euch zukommt. Ich will jetzt 1 Million einzelnen Chat sehen, weil ihr alle Maschinen seid. Wer Lust hat, auf eine Mobi, wer ganz gespannt ist, was heute auf ihn zukommt, wer sich fragt, ob man solche Mobis auch vor dem Sport machen kann. Und die Antwort ist ja. Und wer einfach mal ein bisschen sich lockern will, wer einfach mal komplett den Körper ein bisschen lockern will, der schreibt jetzt mal eine schöne Eins in Chat. Und ihr kennt das, und ihr wisst das, und ich sehe schon die Einsen, ich will aber noch mehr Einsen. Ich will die 1 Million Einsen und dann geht's hier ganz geschmeidig. Manche würden sogar behaupten, in Fachkreisen wird man sogar behaupten, die gehen ganz easy in diese Bewegung rein. Ganz easy. Also ich saß die ganze Zeit übrigens am Foamroller, das heißt, ich bin euch eine Dehnung voraus. Ich schneide das jetzt Foamroller, das heißt, meine Adduktoren sind jetzt richtig offen. Oh, kurz lockern. So, wir machen heute ein paar Übungen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Jeder kann mitmachen. Man braucht nicht viel Platz. So ein bisschen, ihr seht auch, das ist ja alles hier. Das ist ja mein vorläufiges Zimmer hier im Moment. Ich habe auch nicht so viel Platz. Ich habe mir einfach Platz gemacht. Ich habe gleich Matte hier. Ansonsten natürlich kein Equipment. Wir fangen unten auf den Knien an. Das heißt, ihr kniet euch hin. Teppich, Matte, wie auch immer. Muss mal schauen, ob ich wahrscheinlich nach oben. So. Die Übung vom letzten Mal, sehr wichtig. Finde die Abwechslung klasse, sehr schön, das freut mich. So, ihr kniet euch hin. Das ist so schief, ne? Das ist so schief. Komm schon, Handy, bleib so. So, ihr kniet euch hin, Freunde. Auf der Matte hier nochmal ein Stück zurück. So, ihr kniet euch hin, das ist wahrscheinlich für viele schon eine Dehnung. Wenn das nicht geht, dann könnt ihr euch auf den Po setzen. Setzt euch auf den Po. Bleibt gerade. Ansonsten, wenn das geht, bitte einmal hinknien. Knie sonst weiter auseinander, wenn es zu doll Druck ist. Ja, kniet euch hin. Aufrecht hinsetzen. Schulter ist über der Hüfte. Und dann wollen wir es einmal lang machen. Macht euch mal richtig lang. Und jetzt ziehen wir die Ellbogen 90 Grad vom Körper weg. Handflächen nach unten. Handfläche nach vorne, ziehen die Ellbogen runter. Wir müssen aufpassen, dass die Handflächen permanent nach vorne zeigen und nicht nach innen rotieren. Ja, wir wollen also keine Innenrotation, wir zeigen die Handflächen immer nach vorne. Stellt euch vor, ihr lehnt euch gegen eine Wand. Ihr könnt das auch gegen eine Wand machen, Wall Slides. Gegen eine Wand, das heißt, die Unterarme bewegen sich nicht, die Ellbogen zeigen immer nach vorne. Wir ziehen maximal weit nach unten. Also die Schulter ist hinten, maximal weit unten, Ellbogen ranziehen. Und jetzt wieder nach oben strecken. Ziehen aber die Schulter maximal nach oben. Und die Handflächen sind immer noch nach vorne gezeigt. Ja, die drehen sich nicht, die jucken ein bisschen, drehen sich nicht. Und jetzt lassen die Ellbogen wieder an der Wand, an der imaginären. Und ziehen die Ellbogen weit nach unten, Schulter nach unten. Unten haben wir eine Nackendehnung und gleichzeitig eine große Spannung hinten in den Schulterblättern. Schulterblätter ziehen die Schulter nach hinten und nach unten. Vielleicht ein ungewohntes Gefühl für viele, es wirklich aggressiv nach unten zu ziehen, ohne dass die Arme nach innen rotieren. Ja, wir haben jetzt eine Außenrotation, ungleichen Zug nach unten, halten die Position kurz und wieder nach oben. Nach oben strecken, Nacken anspannen, Schulter nach oben und wieder ganz nach unten. Ganz nach unten. So, wenn wir schon unten sind, wir lassen die Schulterposition da, wo sie ist, also nach hinten, nach unten, lassen die Arme locker und schrecken die Arme hinter dem Körper zusammen. Ja, ihr lasst die Schulter hinten unten, wir schränken die Arme hinter den Körper zusammen und die Schulter bleiben hinten unten. Vielleicht ist da auch ein Zug vorne, ist vollkommen normal. Schränken sie ein, nochmal runter, maximal unten, hinten die Unterarme verschränken. Jetzt kippen wir den Kopf zur einen Seite, halten die Position kurz und zur anderen Seite. Dehnen also jetzt den Nacken, mobilisieren aber den
Trapezmuskel. Das ist der absteigende Ast des Trapezmuskels, auch bekannt als Nacken. Das ist das, was die Schulter nach oben zieht, was die Schulter Richtung Ohren zieht. Und die wollen wir jetzt dehnen, weil wir durch die Sitzhaltung oder eine generell verspannte Haltung und durch wenig Rückentraining und durch viel Brustverspannung auch eine sehr große Nackenverspannung haben. Deswegen sollte das relativ gut tun und relativ gut ziehen. Nochmal. Zur einen Seite. Zur anderen Seite. Okay, wir bleiben auf den Knien unten, schütteln uns aus. Wir ziehen oder drehen einmal die Schulter rückwärts, wir kreisen rückwärts und zwar ganz nach vorne. Gerne auch die Unterarme und die Oberarme mitnehmen. Ganz nach vorne in Rotation, das heißt die Handrücken zeigen zueinander. Nach oben, dann Außenrotation, wieder runter. Ja, die Schulter kann nach innen rotieren, nach außen rotieren, egal in welchem Winkel. Es geht immer nach innen rotieren, nach außen rotieren. Wir wollen immer versuchen, in die Außenrotation zu kommen, damit die Schulter nicht so blöd nach vorne fällt. Jetzt für die Rotation nehmen wir mal alles mit. Das heißt, wir nehmen die Arme mit, Handrücken zueinander, innen rotieren, runden, hochziehen, außen rotieren, nicht nur die Unterarme, sondern die Oberarme auch, ausrotieren, nach unten ziehen und wieder zusammen. Schulter nach vorne, innen rotieren, Handrücken zueinander, hochziehen, Handfläche nach außen, runter, nochmal. Handrücken zueinander, innen rotieren, hochziehen, Handfläche nach außen, runter, nochmal. Hochziehen, jeder für sich. Große Kreise. Noch fünfmal. Hochziehen, ausrotieren, runter. Hochziehen. Hochziehen, ausrotieren, runter, einmal mache ich es noch, hochziehen, ausrotieren, runter. So, wir lassen die Position hinten unten und drehen den Kopf jetzt von links nach rechts. Wir drehen jetzt den Halswender und den Halsflexor, hier Sternocleidus Masseodeus auch genannt, meistens auch gerne verspannt. Und jetzt drehen wir den, indem wir maximal endgradig den Kopf drehen. Ja, sehr schön. Tut gut, ist wahrscheinlich ungewohnt. So, wir bleiben in der Position. Schulter ist immer noch weiter hinten unten. Wir können auch wieder dreimal kreisen. Nelly, hoch. Nochmal kreisen, hoch und hinten unten lassen. Wir lassen die Schulter wieder hinten unten. Wir schauen jetzt von oben nach unten. Nach unten schauen. Der Rücken ist aber dabei gerade. Die Schulter ist immer hinten unten. Und versuchen nur die Halswirbelsäule zu bewegen. Nach oben schauen. Nur aus der Halswirbelsäule nach unten schauen. Doppelkinn machen. Und nochmal hoch. Schulter ist hinten unten. Und unten. Nochmal hoch. Und wieder runter. Nochmal hoch. Und wieder runter. Okay, ausschütteln. Ich stehe mal auf, wer die ganze Zeit auf den Knien saß. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verspannt, beziehungsweise wir können auch erstmal unten bleiben. Was ich jetzt machen würde, ist jetzt hier, also ich zeige es nochmal von der Seite, Vierfüßlerstand gehen, jetzt geht es um die Füße. Eben waren sie ja die ganze Zeit auf dem Fußrücken und jetzt ziehen wir mal die Füße an, die Zehen ziehen wir an und jetzt bewegen wir uns mit dem Gewicht nach hinten und lockern das wieder. Das heißt, wir haben jetzt eine Fußspitze anziehen. Wir haben jetzt eine starke Dehnung in Fuß, Unterseite. Fußmuskulatur wird hier gedehnt, indem wir Gewicht nach hinten bringen. So, maximal und dann wieder lockern. Nochmal. Maximal nach hinten bringen. Große Dehnung, dadurch, dass die Zehenspitzen nach oben gezogen werden. Und wieder lockern. Nochmal.
große Dehnung in auf der Fußunterseite, da wo die Muskulatur ist. Und hier nach oben. Nochmal. Dehnen. Lockern. Fuß lockern. Ich glaube, ich mache heute ein bisschen wilder. Ich mache ja normalerweise von oben nach unten. Ich glaube, so grob werde ich mich orientieren. Aber ich glaube, zwischendurch, so wie jetzt, wenn die Füße gedehnt werden müssen, müssen die Füße jetzt erstmal gedehnt werden. Nochmal. Nach hinten. Nun einmal noch maximal anziehen und Gewicht drauf. Cool. So, stehen auf. Nochmal ausschütteln. 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 Machen wir jetzt ein paar Übungen stehen. Was mache ich, wenn Beinübungen beim Home Gains Programm deutlich zu gering sind? Merke sehr wenig, gar nichts. Die arme Übung perfekt von der Auslastung. Kannst bei dem Bauch, bei den Beinübungen einfach mehr so Muskel, weiter Richtung Muskelversagen gehen. Das heißt, du machst einfach mehr Wiederholungen. Theoretisch. Oder du machst komplexere Übungen, so wie bei uns im in der Übungsbaukasten stehen. Da hast du ja eine Übungsbeschreibung und andere Übungen. Das heißt, wenn eine Übung zu leicht ist, machst du aber eine komplexere Übung. Prinzipiell kannst du das so machen. Oder du machst mehr Wiederholungen. Das sind die beiden Optionen, die dir zur Verfügung stehen. Verspätetes Moin an alle. Hallo S, ich hoffe, du machst jetzt mit. Wir wollen jetzt so ein bisschen wieder Schulter, so ein bisschen BBS, auch eine Dehnung haben und wieder eine Rotation in der Schulter. Ich glaube, wir machen zuerst das Ausbringen. Ihr kennt das ja mit der Außenrotation und wegschauen und mit der Innenrotation hinschauen. Jetzt machen wir das andersrum, haben gleichzeitig eine kleine Bewegung der Brustwirbelsäule in seitliche Richtung. Und zwar strecken wir die Arme seitlich aus. Normalerweise würden wir das so machen, ausrotieren, einrotieren, wir schauen weg von der ausrotierten Schulter. Jetzt rotieren wir, ich fange mal mit der rechten Seite an, wir rotieren rechts ein, das heißt die Handfläche zeigt nach unten und vielleicht nach hinten und nach oben und die linke Handfläche zeigt nach unten und bleibt auch so, wir schauen weg von der einrotierten Schulter und greifen mit der Handfläche nach unten bei zur Seite, bleiben aber in dieser Ebene. Das heißt, wir beugen uns nicht nach vorne, wir lehnen uns nicht nach hinten, bleiben auf dieser Ebene und greifen bei zur Richtung. Und dann rotieren wir mit dem anderen Arm ein. Die Handfläche auf der rechten Seite zeigt es nach unten. Wir greifen jetzt zur anderen Seite. Greifen zur anderen Seite. Nochmal. Wechsel. Einrotieren. Zur Seite greifen. Und nochmal. Einrotieren. Zur Seite greifen. Einrotieren. Greifen. So, pro Seite noch einmal. Einrotieren. Greifen. Einrotieren. Und greifen. Und locker. Und lockern. Und lockern. So. Wir haben jetzt auch wieder eine kleine Außen- und eine kleine Innenrotation. Und das ist ganz gut für die Schulter, weil sie das wahrscheinlich nicht mehr gewohnt ist, dass sie sich rotieren kann, weil wir meistens immer in der Position sind und gar nicht mehr das mit der Rotation hinbekommen, beziehungsweise das gar nicht mehr im Alltag drin haben. Wenn wir nicht Krafttraining machen und auch dann haben wir nicht unbedingt eine Rotation dabei, es sei denn, wir trainieren das tatsächlich. Wir werden die Schulter leicht ausrotieren, Handflächen zeigen nach vorne, beide Hände gehen zum Hinterkopf. Beide Hände zum Hinterkopf, ziehen die Ellbogen zusammen, dann strecken wir die Arme. Und wichtig ist auch hier wieder, stellt euch eine imaginäre Wand vor, an dem die Arme kleben. Das heißt, sie gehen nicht nach vorne, da wird nicht irgendwie nach vorne gekippt, sondern die bleiben hinten. Wir rotieren nach innen. Und die Unterarme greifen dann hinter den Rücken. Schulter nach hinten ziehen, Unterarme greifen hinter den Rücken. Bleiben auf dieser Ebene, innen rotiert,
rotieren hier wieder nach außen und greifen den Hinterkopf. Ja? Nochmal, geht ein Stück weiter weg, greift den Hinterkopf, Ellbogen nach hinten ziehen, Arm zur Seite, einrotieren, aber kippen nicht nach vorne, wir rotieren nur mit der Schulter ein, also Handfläche, Handrücken zeigt jetzt nach vorne, hinten die Rücken greifen, gerne die Hände falten, Schulter dabei hinten lassen, das ist essentiell, ja? Also die Schulter wird jetzt nicht locker gelassen. Ihr könnt ja auch so greifen, das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt fahre ich Schulter extrem nach vorne, wie ihr seht. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Schulter nach hinten ziehen. Ellbogen nach hinten ziehen. Und dann wieder. Zack. Ausrotieren. Greifen. Ich hoffe, das hat jetzt jeder begriffen. Nochmal. Zack. Einrotieren. Greifen. Schulter maximal nach hinten ziehen. Nochmal. Zack. Ausrotieren. Hinterkopf kurz ausschütteln. Wir machen das gleich nochmal. Wir machen gleich ein paar Wiederholungen. Wir machen das. So, Schulter oben oder unten? Wie meinst du? Die Schulter hinten unten lassen. Die Schulter ist hinten unten. Die Schulter ist hinten unten. Also nochmal. Jetzt Schulter nach hinten ziehen. Gerne nach unten ziehen. Arme strecken. Einrotieren. Nach hinten unten ziehen. Greifen, nach hinten unten ziehen. Ist immer hinten unten. Immer hinten unten. Nochmal. Zurück, ausrotieren, greifen. Wichtig ist, dass ihr nicht nach vorne gelangt, ja, dass ihr nicht irgendwie euch kompensiert, da keine Kompensationsmechanismen hier einfügt, sondern hier schön gerade bleibt, gegen die Wand gelehnt. Imaginär zumindest. Einrotiert, Schulter bleibt hinten. Greifen. Schulter bleibt hinten. Ausrotieren, hinter den Kopf. Nochmal. Nochmal. Zack. Einrotieren. Greifen. Zack. Ausrotieren, hinter den Kopf. Fünfmal macht das jeder noch. In meinem Tempo. So. Einrotieren. Greifen. Hinten bleiben. Ausrotieren. Hinter den Kopf. Nochmal. Einrotieren. Greifen. Schulter hinten lassen. Ausrotieren, zack, einrotieren, greifen, ausrotieren, vielleicht brennt es ein bisschen, zweimal machen wir es noch, einrotieren, greifen, ausrotieren, hinter den Kopf, noch einmal, einrotieren, greifen, und letztes Mal, ausrotieren, hinter den Kopf und schütteln uns aus. Schütteln uns aus. Trink einen Schluck. Ich trinke einen schönen Schluck. Kurz Pause. Ja, wir machen jetzt kurz Pause. Ist echt nice, kann man gut gebrauchen. Wenn man den ganzen Tag am PC hängt. Genau, nicht nur dann. Generell, wenn man einfach viel sitzt und sich wenig bewegt, aber auch wenn man Sport macht. Gerade wenn man Sport macht, sind solche Mobi-Übungen wichtig, um eine Verletzungsgefahr zu minimieren oder zumindest so ein bisschen in Schach zu halten. Ein bisschen knacken ist normal, ja, ein bisschen knacken ist normal, gerade wenn man das noch nie gemacht hat und sehr unbeweglich ist, beziehungsweise halt in der Rotationsbewegung ein bisschen unbeweglich ist. Wenn es weh tut beim Knacken, dann lieber aufhören. Das wollen wir nicht. Ein bisschen knacken ist aber normal, ist okay. Ich bin ein neuer Mensch, das freut mich. Muss beruflich oft schwer heben und habe mit der Zeit einen verkürzten Rücken gekriegt. Du meinst wahrscheinlich verspannte Rückenstrecker. Das heißt, ich kann mich schlecht nach vorne beugen bei geraden Rücken und gestreckten Beinen. Ah, dann sind seine Hamstrings wahrscheinlich ein bisschen verspannt. Gibt es eine Übung? Ja, also du müsstest sehr wahrscheinlich einmal den Rückenstrecker mobilisieren und deine Hamstrings. Beides werden wir heute machen. Wir haben ja schon angefangen, wir werden jetzt weitermachen mit der Brustwirbelsäule. Ein bisschen rotieren und ein bisschen in die Flexion und in die Extension. Ganz easy. Ganz easy wollen wir jetzt die Schulter wieder nach innen bringen und nach vorne bringen und greifen dabei gerne nach vorne. Passt auf, Schulter nach innen, meinetwegen Handrücken zueinander oder die,
die Finger falten, wie auch immer, kreuzen. Wir greifen so ein bisschen nach schräg unten. Wir greifen nach schräg unten. Zack, Kinn auf die Brust. Greifen nach schräg unten. Ihr seht hier oben, das ist hier ein bisschen rund, das ist die Brustwirbelsäule. Die wollen wir jetzt ein bisschen runden. Das heißt, wir greifen jetzt hier schön weit nach vorne. Und zwar mit der Innenrotation. Das heißt, die Handfläche sind außen. Greifen. Und jetzt wollen wir in die Extension, also in die Streckung gehen. Das heißt, die Handfläche nach außen. Und der Sternum geht schräg nach oben. Das Brustbein zeigt jetzt schräg nach oben. Jetzt haben wir schöne Extension, Streckung und gleichzeitig eine Außenrotation an der Schulter. Wir können dabei auch schräg nach vorne, schräg nach oben gucken, können nach vorne schauen. Das ist jetzt nicht so relevant. Wichtig ist Schulter nach hinten und unten und das Sternum zeigt schräg nach oben. Und genauso wie das jetzt schräg nach oben zeigt, wollen wir das jetzt schräg nach unten zeigen lassen, indem wir uns wieder hier runden, Arme zeigen in die Richtung, Sternum zeigt in die Richtung. Runden, halten die Position. Ich glaube, das hat jeder verstanden von der Seite. So sieht es von vorne aus. Gehen auf die Brust. Nach vorne, weit nach vorne greifen. Und nicht mit dem unteren Rücken. Ja, nicht mit dem unteren Rücken greifen, sondern Po ist fest, Bauch ist fest. Versuchen, Unterrücken stabil zu halten und die Brustwirbelsäule zu flexen. Und dann Außenrotation. Hoch mit dem Brustbein. Hoch. Brust weit öffnen. Richtig weit öffnen hier. Richtig weit. Ist meistens sehr geschlossen, meistens sehr verspannt durch eben diese PC-Haltung. Oder wie auch immer, Zockhaltung, wie auch immer. Deswegen weit öffnen. Nochmal. In die Innenrotation. Nach vorne gehen. Halten. Und Außenrotation. Brustbein nach oben. Und nochmal. Weit nach vorne. Weit greifen. Und weit nach oben. Cool. Ausschütteln. Vorher noch dreimal kreisen. Eins, zwei, drei hinten unten bleiben mit der Schulter. Und bleiben. Und schütteln uns ein bisschen aus. Schütteln uns ein bisschen aus. Was wir jetzt wieder machen, ist die Brustwirbelsäule in eine kleine Seitneigung und Seitverschiebung zu bringen. Ja, also gerade eben haben wir eine kleine Flexion gemacht, das heißt eine Beugung und dann eine Streckung. Und jetzt wollen wir sie auf der Frontebene zur Seite bringen. Und zwar werden wir dabei relativ stabil stehen, das heißt mindestens schulterweit. Ich muss mal die Matte so hinlegen, dass es auch passt von mir. Schulterweit, vielleicht sogar ein Stück weiter, relativ stabil, in die Knie gehen. Also in die Knie gehen heißt das hier, nicht das hier, sondern das hier, ganz leicht gebeugt. Po ist angespannt, Bauch ist angespannt, wir ziehen wieder die Arme nach oben. Wir greifen jetzt von links nach rechts, das haben wir eben mit der Schulterübung gemacht. Da sind wir aber nicht ganz so weit in die Seiten eingegangen. Wir werden jetzt ein bisschen weiter in die Bewegung reingehen. Beide Handflächen zeigen nach unten. Wir schauen zu der Richtung, die zieht. Und jetzt stellen wir uns vor, dass irgendwas uns ganz doll zur Seite zieht. Ganz doll. Und wir merken, das geht immer pro Zentimeter immer weiter. Alles anspannen. Maximal weit greifen. Wieder zurück. Wir schauen zur anderen Richtung. Und greifen auf der Ebene maximal zur anderen Seite. Wir greifen maximal zur anderen Seite. Hüfte bleibt da, wo sie ist. Ja, wir greifen maximal zur Seite und wieder zurück. Wichtig ist, ich zeige es von der Seite, wichtig ist, dass wir hier nicht nach vorne gehen, nicht zu weit nach hinten gehen, sondern auf dieser Ebene bleiben. Ja, stell dir vor, ihr seid hier an der Schnur, oder ich zeige es von der Seite, an der Schnur aufgehangen oder wie auch immer. Und diese Schnur zieht euch erstmal zur einen Seite. So ist es wahrscheinlich sinnvoller. So ziehen, stabil stehen. Ziehen, nicht zur Seite ausweichen, ziehen, maximal so gut es geht, ziehen, noch weiter und wieder zurück, zur anderen Seite, ziehen, ziehen, ziehen und wieder zurück. Ich muss kurz ausschütteln, machen gleich noch zwei, drei Wiederholungen. Schütteln von der einen Seite zur
anderen Seite ziehen. Tut ganz schön weh, das ist okay. Deswegen kurz Pause, kurz ausschütteln. Wir machen gleich noch ein, zwei Wiederholungen. Kommt irgendwann ein langer Sehner Tinderbox. Ey, wer benutzt da noch Tinder, Alter? Tinder 2020, oh mein Gott. Bei der Anspannung des Atmen nicht vergessen. Das sowieso, sehr, 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 sehr guter Tipp. Genau, immer schön locker ein- und ausatmen. Nochmal zur Seite. Und zack, maximal weit greifen. Maximal, ihr seht, es gibt ein paar Zentimeter mehr. Locker ein- und ausatmen, da geht noch was. Okay. Und zur anderen Seite dabei. Schön hüftabwärts, stabil bleiben. Hüftabwärts, stabil bleiben. Greifen. Zack. Zur Mitte. Nochmal. Nochmal. Greifen. Ah, lang machen. Zurück und einmal noch zur anderen Seite. Maximal greifen. Ah, okay. Okay, Freunde. Das tut gut. Oder? Das tut doch richtig gut. Das tut doch richtig gut. Wir machen jetzt eine kleine Rotation jetzt für die Brustwirbelsäule. Wir werden jetzt relativ weit stehen. Relativ weit stehen. Vielleicht doppelte Schulterweite. Doppelte Schulterweite. Pass auf, dass ihr nicht wegrutscht. Ich warte, bis alle da sind. Und stützen wir uns gleich vorne ab. Ich zeige es aber von der Seite. Ne, von vorne und dann gleich von der Seite. So. Stütz. Geh nach vorne. Und bleib auch hier im Stütz. Und dabei, ja, wir müssen nicht komplett weit in eine Liegestützposition. Ist okay, wenn beide Füße auf dem Boden sind. Und das wollen wir erreichen. Beide Füße auf dem Boden und dann in den Stütz. Ich zeige es einfach von der Seite. Ihr könnt in der Position bleiben, wenn ihr mögt. Ja, ich rutsche hier gerne sonst. Ne? Nochmal, beide Füße auf dem Boden. Ja, sieht man das? Ja. Ja, ach, denkt euch einfach meine Füße auf dem Boden. Und dann greifen wir hier runter. Greifen runter. So. Beide Füße sind immer noch auf dem Boden. Und jetzt wollen wir hier eine Rotation machen. Drehe mich mit rechts aus. Drehe mich mit rechts aus. Halte die Position. Wieder zurück. Handfläche unter der Schulter. Und drehe mich hier links aus. Halte die Position. Komm wieder zurück. Ich zeige es nochmal von vorne. Also, beide Füße sind auf dem Boden. Doppelte Schulterweite. Ihr greift nach vorne. Rotiert euch aus. Haltet die Position. Rotiert euch zur anderen Seite aus. Das hat einen Effekt. Dadurch, dass wir im halben Spagat sind, dass die Hüfte sich nicht mitdreht. Das heißt, wir haben die Rotation nur aus der Brustwirbelsäule. Wir haben die nur aus der Brustwirbelsäule. Nochmal, beide Füße auf dem Boden, doppelte Schulterweite ungefähr. Greif nach vorne. Zack. Und dann. Und hier. Halten. Zurück. Und. Rotieren. Halten. Zurück. Und nochmal. Rotieren. Halten. Zurück. Rotieren. Ich hoffe, ihr merkt eine Rotation, dass da nicht viel aus der Hüfte oder aus der Lendenwirbelsäule kommt, weil die eben gelockt ist. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Gelockt? Also die kann sich eben nicht, die kann sich eben nicht mitbewegen, nicht mitrotieren. Deswegen kommt die Rotation hier aus der Brustwirbelsäule. Nochmal, eine Seite, einmal noch pro Seite. Ich weiß, ihr schreibt das jetzt in den Chat, aber ich kann es gerade nicht lesen. Rotieren und letztes Mal rotieren. Cool, kommt wieder nach vorne. Ihr habt es geschrieben, oder? Fixiert, verankert, blockiert, gesperrt. Sehr schön. Genau das meine ich. Gelockt. Geht durch meine Wadenverkürzung schwer, ja, wenn die Waden verspannt sind oder Schollenmuskel verspannt ist. Dann darfst du nicht so weit nach vorne gehen, dann bleibst du ein bisschen weiter hinten. Notfalls kommen eben die Hacken hoch. Das ist okay.
Das ist auch okay. Mach die mal locker. Tu die mal locker. Du. So, wir bleiben in der Position unten, wo wir schon mal unten sind. Katze, Kuh. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Machen wir mal alle. Ganz klassisch. Viel besser Stand. Von der Seite ist, glaube ich, okay. Schulter über dem Handgelenk. Hüfte über dem Kniegelenk. Und dann werden wir einmal ins Hohlkreuz gehen. Nach oben schauen. Hüfte nach vorne kippen. Und dann in katzenartige Buckelposition. Das heißt, Po anziehen. Richtig Buckel machen. Kinn auf die Brust. Halten die Position. Normalerweise machen wir das mit Atmung. Heute halten wir die Position länger. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Und nochmal ins Hohlkreuz. Hohlkreuz gehen, Hüfte kippt nach vorne. Schultern gehen nach oben. Ihr schaut nach vorne bzw. nach oben, soweit es geht. Halten die Position. Und wieder in die Buckelposition. Die Buckelposition für alle, die einen Hohlkreuz haben. Der Kollege, der verspannten Rücken hatte, diese Buckelposition ist super gut, um den Rückenstrecker einmal. Um den Rückenstrecker hier einmal zu dehnen, eine mobile Position zu bringen. Und wieder in die andere Position. Eine Woche noch. Schön, eine kleine Hohlkreuz. Ja. Halten die Position und wieder in den Buckel. Po anziehen, Kinn auf die Brust. Schulter wegdrücken, richtig runden. Richtig runden. Und nochmal, einmal noch ins Hohlkreuz. Einmal noch ins Hohlkreuz. Und einmal noch in den Buckel gehen. Und wegdrücken. Neutrale Position finden. Halten kurz in neutrale Position. Also neutrale Position. Wenn ihr jetzt einen Buckel gemacht habt und ein Hohlkreuz gemacht habt, dann wisst ihr ja, okay, so kippt die Hüfte nach hinten, so kippt die Hüfte nach vorne im Hohlkreuz. Und jetzt wollen wir so die Mitte finden, dass sie weder nach vorne kippt, noch nach hinten. Das heißt, ihr könnt mal ein bisschen ausprobieren, okay, so ist sie nach vorne kippt, so ist sie nach hinten kippt. Wo bin ich neutral? Na, hier ist so weit vorne, hier ist so weit hinten. Ja, hier bin ich neutral, genauso wie mit den Schultern. Nicht hier durchhängen. Ihr müsst auch nicht maximal wegdrücken, es sei denn, ihr seid im Stütz. Wo ist neutral? Hier ist neutral. Das heißt, hier kurz halten. Und hier wollen wir den Hals, ein bisschen schwer zu erklären, glaube ich. Ich hoffe, ihr seht das. Kommt mal ein bisschen dichter ran. Hier wollen wir den Hals richtig lang machen. Das heißt, wir schieben die Schulter nach unten und unser Scheitel Richtung Wand. Also, ich gehe mal in die Position. Ich glaube, ihr seht das so. In die Position. Wir schieben jetzt die Schulter nach unten und den Scheitel, also machen den Hals mal richtig lang. Könnt theoretisch die Hüfte nach vorne bringen, aber das ist natürlich dann witzlos. Wir lassen die Hüfte da, wo sie ist. Wir machen den Hals richtig lang, wir schauen nach unten und wir bringen die Schulter. Ihr seht, so ist die Schulter vorne. Wir bringen die Schulter nach hinten und den Hals richtig lang. Halten die Position. Halten die Position. Hier kurz lockern. Und nochmal. Schulter nach hinten, Hals richtig lang machen. Also in die Richtung lang machen, ja? Also Scheitel Richtung Wand bringen. Scheitel Richtung Wand bringen. Neutrale Hüfte richtig lang machen. Richtig lang machen. Okay. So. Jetzt muss ich, also viel geredet, jetzt muss ich wieder ein bisschen was trinken. Die Giraffe. Bester Stream, nehmen wir mal abends das Handy mit raus und gucken mir das VOD an und machen mit. Sehr schön, thank you. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Wann kommt Katze, Kuh? Habe ich doch gerade. Ach, Löwe. Löwe. Wir können gleich die Löwe eigentlich machen, aber das ist mehr Position halten. Na gut, als Brustdehnung gucken wir mal, ob wir das gleich machen. Waren die Frog Jumps schon? Du meinst die Frog Pumps? Die waren noch nicht und die kommen ja heute nicht, weil das ist ja eine Kraftausdauerübung. Das ist ja keine Movie-Übung.
Mobi Donnerstag ist nice, es freut mich, Toxic. Wir gehen. Ich überlege gerade, was die sinnvolle Progression wäre, weil die eine Übung ist neu, vielleicht ein bisschen komplexer, braucht ein bisschen Platz. Und ich überlege, ob wir davor. Ne, wir gehen erstmal in den herabschauenden Hund und werden dort ein bisschen Waden- bzw. Schollenmuskulatur mobilisieren, indem wir einfach auf der Stelle gehen. Und danach machen wir den stützenden Skorpion. So trinke ich endlich mal genug. Auch sehr, sehr schön. So, wir gehen in den herabschauenden Hund. Wer Sonntag dabei war, weiß, was es ist. Wir stützen uns in eine Position, ja, indem die Hüfte nach vorne, nach oben zeigt Richtung Decke und bringen dann unseren Bauch Richtung Oberschenkel und zwar in gebeugtem Bein. Und dabei gehen wir dann auf der Stelle. Ist ein bisschen komplex, aber wer sonst noch dabei war, weiß es eh schon. So, also wir stützen uns erstmal ab. Stützen uns ab, dabei müssen die Knie nicht lang sein. Abstützen und dann in eine Streckung gehen. Und zwar in eine Oberkörperstreckung, hier, Schulterflexion. Und bringen dann unser, gedanklich unseren Bauch Richtung Oberschenkel. Also, in Stütz gehen. Po Richtung Himmel oder Richtung Decke und Oberschenkel Richtung Bauch, Bauch Richtung Oberschenkel. Dabei können wir uns richtig doll hier abdrücken. Und wenn wir dann in der Position sind, werden wir versuchen, die Hacken abwechselnd Richtung Boden zu drücken. Also wir gehen mehr oder weniger auf der Stelle. Nochmal Stütz, wegdrücken und wir gehen auf der Stelle. Zack, runterdrücken. Runterdrücken, dabei dann natürlich das Bein verlängern, lang machen. Und das sollte unten, wenn wir die Hacke runterdrücken, richtig doll ziehen in der Wade, vielleicht in der Kniekehle, vielleicht im Schollenmuskel. Wahrscheinlich im Schollen nicht so doll, aber zumindest Wade. Oh, ich rutsche ab, ich muss kurz Pause machen. Außerdem kommt mein Top hoch. Ich zeige es nochmal von vorne. Also, könnt gerne noch mal kurz Pause machen. Wir gehen noch mal in den herabschauenden Hund. So sieht das von vorne aus. Ja, hier rutsche ich auch nicht. Zack. Und wir gehen dann immer abwechselnd. Versuchen die Hacke richtig weit runter zu drücken. Und dann den anderen Fuß. Dann wieder den ersten. Dann den anderen und so weiter. Wir gehen einfach mal easy, locker auf der Stelle, dehnen schön die hintere Kette, vielleicht auch Hamstrings, glaub nicht, also hintere Oberschenkel, aber kann auch sein. Okay. So, wir gehen gleich wieder in den Stütz, aber vorher machen wir was anderes, dadurch, dass wir nicht ständig im Stütz sind. Wir machen vorher was anderes. Wir öffnen die Hüfte. Denn eine Innen- und Außenrotation kann nicht nur die Schulter, kann auch die Hüfte, und zwar mit dem Oberschenkel. Und dort werden wir auch in Außenrotation gehen und gleichzeitig in Innenrotation. Sieht dann so aus. Also wir setzen uns wieder auf die Matte. Keine Angst, wir gehen gleich in den Stütz, da kommt der Skorpion. Aber erstmal werden wir so hier vorne hingehen. So, hinsetzen. Hinsetzen. Und die Beine gerne gebeugt, voreinhalten. Das ist die Grundposition. Ich warte, bis alle da sind. Und wir machen was ganz Simples jetzt. Wir machen was richtig, richtig Simples. Aus der Grundposition, ein bisschen weiter nach außen die Knie. Und dann werden wir hier, ich fange mit dem linken an, ihr könnt mit dem rechten anfangen, mir ist egal. Das linke Knie nach innen rotieren und das rechte Knie nach außen rotieren. Das linke nach innen kippen, das rechte nach außen kippen. Und dann wieder zurück zur Ausgangsposition. Relativ aufrecht bleiben, denkt daran, dass ihr nicht irgendwie nach hinten fallt. Und dann wieder rechts nach innen und links nach außen. Und dann gleich wieder wechseln. Links nach innen, rechts nach außen. Wenn ihr euch in die Position bewegt, gleich wieder aufrecht hinsetzen. Also nicht irgendwie hier hinlegen oder sowas. Hinsetzen, auf dem Po sitzen, ausrotieren,
Einrotieren. Ausrotieren. Einrotieren. Auch bei dem Wechsel, ich zeig's von der Seite mal, auch beim Wechsel, denkt dran, dass ihr nicht zu sehr nach hinten kippt. Ja? Also nicht zu sehr nach hinten kippen, dann wieder aufstehen. Dann ist der Effekt weg. Wir wollen so ein bisschen Stabilisierung generieren. Aus dem Bauch und aus der Hüfte. Deswegen versucht relativ aufrecht zu bleiben. Einrotieren, ausrotieren. Einrotieren, ausrotieren. Nochmal. Einrotieren, ausrotieren. Einrotieren, ausrotieren. Einrotieren, ausrotieren. Einrotieren, ausrotieren. Einrotieren, ausrotieren. Und nochmal wechseln. Nochmal wechseln. Nochmal. Einmal noch pro Seite. Okay. Ich trinke nochmal einen Schluck. Richtig gut. Wenn man sich die ganze Zeit auf dem Boden befindet, dann ist man automatisch mobiler, zumindest was die Hüfte angeht. Zu kompliziert, Leute. Fuß steckt im Gesäß fest. Joggst du im Vorderfußlauf? Ja, im Mittelfuß mache ich, ja. Komm mit den Knien nicht auf den Boden. Ist okay, das ist vollkommen okay. Macht einfach nur so, wie es geht. Nice Übung, freut mich. Wir machen jetzt die kleine Progression. Wir lassen das mit der Rotation, mit der Innen- und Außenrotation. Am Ende kommt aber jetzt noch was dazu. Theoretisch gibt es davon sehr, sehr viele Progressionsstufen. Man kann da richtig schön Flow generieren. Und vielleicht, ich glaube, heute machen wir nur die zweite. Vielleicht machen wir nach und nach mehr Übungen. Aber theoretisch kann man aus dieser Übung, das ist wie bei Street Fighter oder bei Tekken oder bei anderen Kampfspielen eine Combo. Ja, man hat jetzt gelernt, rechts und zwei Tasten gleichzeitig ist irgendein Angriff. Aber wenn du danach runter und dann runter kurz hältst und dann die X und danach Y kommt der nächste. Und wenn du dann links, rechts und dann X, Y gleichzeitig kommt die nächste. Und solche Flows kann man richtig gut generieren mit solchen Übungen her. Aber wir bleiben heute nur bei zwei hintereinander. Ja, wir bleiben nur über zwei hintereinander. Also nochmal, wir gehen nochmal in die Position. Ich zeig's nochmal von der Seite. Alle wieder hinsetzen. Alle wieder hinsetzen. Und jetzt nochmal. Erstmal einrotieren, ausrotieren. Das haben wir gecheckt. Einrotieren, ausrotieren. Und jetzt einrotieren, ausrotieren. Aufstehen, Po anspannen. Einrotieren, ausstehen. Einrotieren, aufstehen, Po anspannen. Hüfte nach vorne bringen. Und dann wieder hinsetzen. Einrotieren, ausrotieren, aufstehen, Po anspannen. Rotieren, zack, aufstehen, Po anspannen. Rotieren, aufstehen, Po anspannen. Kriegt ihr das hin? Macht mal alle mit! Ich zeig's gerne mal von vorne, mein Knie tut mir nämlich weh, wenn ich das auf dem Boden mache. Kriegt ihr das hin? Ja. Komplett RIP. Ein bisschen weh, so vielleicht. Also, rotieren, aufstehen. Ihr seid also auf Knie, auf Unterschenkel, der Po ist angespannt, Hüfte nach vorne schieben. Hüfte nach hinten, rotieren, nach oben. Po anspannen, Hüfte schräg nach vorne. Und nochmal hinsetzen, aufrecht bleiben, einrotieren, ausrotieren, Hüfte. Nochmal hinsetzen, rotieren, Hüfte. Aha, richtig gut. Rotieren. Hüfte. Rotieren. Hüfte. Einmal noch pro Seite. Rotieren. Hüfte. Und einmal noch zur anderen Seite. Hüfte. Boom. Cool. So, dann haben wir das. Haben wir mal die Hüfte mal schön gelockert. Mit solchen simplen kleinen Übungen kann man das nicht sehr, sehr gut machen. Kann auch aufstehen. Nach dem Aufstehen immer Haarschreien. Hilfe, Krankenwagen. Mein Arsch explodiert. Ist gut. Sehen wir auch eine richtig gute Po-Übung. Dadurch, dass wir eben auch sehr
aus einer relativ schwachen Position unsere Hüfte anspannen müssen, unser Po anspannen müssen, um die Hüfte nach oben zu bekommen und oben zu halten, ist das auch eine richtig gute Po-Übung. Was haben wir dir getan, dass du sowas mit uns machst? Nicht genug bewegt. Nicht genug bewegt. Kommt der Formloader heute noch dran? Ich glaube heute nicht mehr. Ich glaube heute nicht mehr für Hammer. Erst nicht verstanden, dann ging aber sehr gut nach dem dritten Mal und so. Sehr schön. Deswegen mache ich das einfach gerne ein paar Mal öfter. So, wir gehen jetzt, ihr erinnert euch, was wir jetzt wieder machen, wir gehen wieder in die Stützposition und zwar in den herabschauenden Hund. Wir gehen wieder in den herabschauenden Hund, wir gehen aber nicht mehr auf der Stelle gleich, sondern halten die Position und dann strecken wir ein Bein hinter einem Kopf schräg nach oben. Das ist quasi der Skorpionstachel. Also ihr streckt nicht euren Stachel, sondern euer Bein hinter den Rücken schräg nach oben. Sieht so aus, ich zeig's einmal. Wer das nicht möchte, wer sich das nicht zutraut, macht das bitte nicht zu Hause. Ich will nicht, dass ihr ausrutscht, euch dann irgendwie auf die Fresse packt und mir dann die Schuld gebt. Ihr tragt generell immer eure eigene Verantwortung. Wer sich dem nicht gewachsen fühlt, dann lässt diese Übung einfach aus, macht einfach ein paar mehr von dieser Position. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? So, wir gehen also in den herabschauenden Hund. Ist aber trotzdem relativ simpel, auch wenn die komplex aussieht. So, herabschauender Hund. Ich fange mit dem rechten Bein an. Super simpel. Also, herabschauender Hund. Bauch Richtung Oberschenkel. Rechte Bein strecken. Schräg nach oben bringen. Sobald es geht, nach unten. Kurz halten. Zurück. Herabschauender Hund. Linkes Bein. Schräg nach oben. Und versuchen mit der Fußspitze so ein bisschen unseren zu rotieren. Wieder zurück. Herabschauender Hund. Rechtes Bein. In die Position bringen. Herabschauender Hund, linkes Bein, rotieren. Jetzt will ich sehen, was ihr da macht. Lucky Yoshi, vielen Dank für den Sub. Ich mach das gleich nochmal. Das dehnt hier auf jeden Fall richtig hart den Hüftbeuger. Vielleicht für einige den Oberschenkel. Öffne gleichzeitig die Hüfte, das heißt Adduktor ist bei den meisten auch dabei. Es ist kein Problem, wenn es eine Hüfte also zieht, will ich damit sagen. Fußspitze zeigt nach vorne und mitdrehen, je nachdem wie viel du rotierst. Wenn du richtig weit rotierst, kannst du theoretisch auch den Arm wegnehmen und dann können wir in den Wild-Thing gehen. Prinzipiell würde ich jetzt aber sagen, lass die Fußspitze mit. Vorne zeigen, wenn die so ein bisschen rotiert ist, okay. Theoretisch kann man aber auch den Arm wegnehmen und dann sieht es so aus. Ihr müsst das jetzt nicht machen, ich muss selbst erstmal reinkommen, das ist lange nicht mehr gemacht. Arm wegnehmen, hoch rotieren, zurück. Müsst ihr nicht machen, aber das wäre zumindest eine Form, die man machen könnte. Wir machen jetzt beide Hände auf dem Boden lassen, in die Position, herabschauender Hund. Das macht jetzt jeder. Dreimal pro Bein. Ich lasse euch mal 2-3 Minuten. Nochmal. Hoch. Herabschauender Hund. Skorpion. Herabschauender Hund. Ihr müsst es nicht so schnell machen wie ich. Lasst euch Zeit. Atmen nicht vergessen. Lass euch nochmal 2 Minuten, macht das alle gerne nochmal 2-3 Mal. Ungewohnte Bewegung, Stützbewegung, Rotationsbewegung, Hüftöffnung. So viel Platz habe ich nicht, ja. Ich bin hier glücklich hier mit meinem Platz, auch wenn es ein bisschen voll ist, aber es geht schon irgendwie. Merke, 2x2 Meter VR-Bereich eignet sich auch für eine Movie, sehr schön. Geile Übung, finde ich auch. Warte noch mal ein paar Sekunden und dann kommen wir zur nächsten. Und die nächste wird sein. Oh ja. Die wird gut ziehen, Freunde.
Die wird richtig gut ziehen. Da habt ihr bestimmt Bock drauf. So, machen Auftragen. Auftragen polieren. Erstmal auftragen für die Handgelenke. Viele Leute wünschen sich immer was für die Handgelenke. Wir machen jetzt mal zwei, drei Übungen. Und danach machen wir mit der Hüfte weiter. Das heißt, wir lockern erstmal die Hüfte. Die war gerade, glaube ich, gut beansprucht. Wir gehen da gleich, machen da nochmal zwei, drei Übungen. Das ist wichtig, aber erstmal wieder Handgelenke. Das habe ich heute noch gar nicht gemacht. Und zwar auftragen, polieren. Ihr könnt das im Stehen machen. Ich mache das hier gerne, damit ich nicht weiter weg muss. Mache ich das hier gerne im Kniesitz. Gleichzeitig habe ich hier meine Hüfte gut gesteckt und Po angespannt. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wiesen, vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. Und zwar, auftragen, polieren. Wir werden so anfangen. Beide, also Zombie-Haltung. Und wir werden, wenn wir nach unten streichen, werden wir die Handfläche nach vorne zeigen lassen, maximal. Wenn wir nach oben streichen, die Handfläche zu einem zeigen lassen, und zwar im langen Arm. Sieht dann so aus. Maximal die Flexion hier, maximal die Extension hier. Und dann wechseln oben. Maximal nach hinten ziehen, in diesem Fall die Finger nach hinten ziehen, maximal die Finger nach unten ziehen. Wechsel. Und nochmal. Arme lang lassen. Und schön auf eine Ebene hoch und runter. Und ihr merkt vielleicht schon die Handgelenke. Dadurch, dass sie halt wenig Bewegung finden, merkt ihr vielleicht schon bei dieser Bewegung auftragen. Gleich kommt es zu polieren, keine Sorge. Erstmal tragen wir schön auf. Schön langsam. Anziehen, wegstrecken, wechseln, anziehen, wegstrecken, ganz nach oben, ganz nach unten, nochmal tauschen, wenn ihr was für die Handgelenke wissen wollt, wenn die im Beanspruch sind durch Maushaltung, durch Zocken, wie auch immer, muss bewegt werden, muss in die Flexion, muss in die Extension und es hat noch eine Bewegungsamplitude, da gehen wir gleich drauf ein. So, einmal noch hoch und runter. Einmal noch hoch und runter. Wechsel. Ja, okay. So, wir haben aufgetragen. Handgelenke sind also in der Flexion und Extension in Bewegung gekommen. Und wir können noch was machen, und zwar ist es die Position. Das heißt, mit der Maus machen wir das oft, aber meistens nur mit der einen Hand. Vielleicht können wir das hier auch, machen wir auch meistens nur mit der einen Hand. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal die Hand zu wechseln. Ich meine natürlich Smoothie machen. Und pass auf, wir können auch von links nach rechts. Und zwar, ich bleib wieder in der Position, in der Knieposition. Handfläche ist jetzt wie beim DJ, so auf Bauchnabelhöhe. Das heißt, Arme sind jetzt gebeugt. Wir wollen jetzt in die eine Richtung mit beiden Händen oder zumindest auseinander nach innen. Es geht auf. Wir tragen jetzt auf. Und zwar kippen wir. Ja, wie soll ich das sagen? Wir drehen die Handgelenke nach außen, tragen auf und drehen die Handgelenke nach innen, tragen auf. Wir drehen nach außen, wir drehen nach innen. Wichtig ist, also mit dem Unterarm können wir das auch machen, wir wollen jetzt nur die Handgelenke benutzen. Also nochmal, Handgelenke nach außen, Handgelenke nach innen. Nach außen, nach innen. Schön smooth. Wir können auch so kreisende Bewegungen machen. Innen nach außen, außen nach innen, außen nach innen. Ja? Wichtig ist, die Handgelenke bewegen sich. Zack. So. Zack. So. Wie nennen sich die Schuhe? Ja, Minimalschuhe. Sehr schön, Chat. So. Wir können dann wechseln. Innen nach außen nach innen. Schön wechseln. Schön smooth. So, schön wechseln. Wechseln. Schön polieren. Gibt es auch Fingerübungen? Oh, Esperto, vielen Dank für 100 Bits. Fingerübungen? Nö. Da musst du einfach. Musst du so machen. So auseinanderziehen. Können wir vielleicht auch nochmal machen. Also, wir haben die Handlänge, haben wir schöne Flexion-Extension gebracht. Wir haben hier diese Bewegung gemacht und wenn wir dann nochmal kreisen, das können wir auch nochmal machen, so, sind wir schon dabei, kreisen auch nochmal, Ellbogen zusammen, Hände falten, wir kreisen nochmal, hier haben wir alle Bewegungen kombiniert,
Ellbogen zusammen, in die eine Richtung kreisen. Auch für dich als Programmierer. Ich zeig dir die Fingerübung, das haben wir eine ganz lockere Dehnung. Und andersrum kreisen. Andersrum kreisen. Okay, aufschütteln. So, für die Finger. Die Fingerspitzen zueinander ziehen. Und dann nach außen. Außen drücken und dann immer wechseln von dem. Ich fange gerne an hier beim Zeigefinger. Drücke ich zusammen, wie sieht es so, drücke ich zusammen, Mittelfinger drücke ich zusammen, Ringfinger drücke ich zusammen und dann den kleinen Finger drücke ich zusammen, geht es hinten wieder auf und dann wieder wechseln und dann wieder wechseln. In die eine Richtung, in die andere Richtung, in die eine Richtung, knacken ist okay, ja, knacken ist okay, solange es nicht weh tut. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ich hoffe, das hilft. Wir machen jetzt nochmal für die Handgelenke die letzte Übung. Danach gehen wir wieder in den Hüftbereich. So, wir schieben die Hände nach hinten, Handgelenke nach vorne. Also, wir gehen weit nach vorne. Ich hoffe, ihr seht das. Wir gehen weit nach vorne, dass kein Druck drauf ist. Beide Finger, also beide Hände zeigen nach hinten mit den Fingern. Ist kein Druck drauf. Und wir schieben jetzt im Vierfüßlerstand unsere Schultern, unsere Hüfte nach hinten, sodass jetzt eine größere Dehnung aufkommt. Eine größere Dehnung kommt auf, deswegen schieben wir nach hinten. So, dass es noch angenehm ist, dass es ein bisschen zieht. Nicht, dass die Hände gleich abfallen, das wollen wir nicht. Wenn es anfängt, irgendwie super weh zu tun, dann gehen wir raus aus der Bewegung, halten die Position kurz, dass es noch okay angenehm ist oder okay ein bisschen zieht. So gehen wir wieder raus, ganz locker. Gehen wieder raus aus der Dehnung und dann wieder nach hinten. Halten die Position kurz. Halten die Position. Und dann wieder nach vorne. Und dann nochmal. Nach hinten. Halten die Position. Und wieder nach vorne, einmal noch. Sehr schön, Benni. Oh, sind viele komische Leute dabei wieder, ne? Aber naja, ist egal. Die Mods kümmern sich drum. So, noch einmal. So, noch einmal nach hinten. So, okay. Und wenn ihr denkt, dass diese Übung schon anspruchsvoll war, dass ihr ein bisschen weht habt, dann kommt jetzt die nächste. Die ein bisschen Next Level ist. Wir machen das Gleiche nur andersrum. Wir machen das Gleiche nur andersrum. Und zwar Handrücken auf dem Boden. Auch wieder kein Druck, indem wir nach vorne gehen. Und jetzt Druck nach hinten. Jetzt wirklich aufpassen. Nicht zu viel Druck. Ich will nicht zu viel Druck. Ich will nicht, dass ihr euch was brecht oder irgendwas reißt. Angenehmer Druck nach hinten. Und dann wieder nach vorne. Nochmal. Nach hinten. Okay, dass es angenehm ist. Ungewohnt, aber angenehm. Und dann wieder nach vorne. Nochmal. Nach hinten. Kurz, easy halten. Gefährlich ist es nicht. Gefährlich ist nur nichts machen. Das ist das Ding. Viele Leute sagen immer, Bewegung ist gefährlich. Nee, ich finde, das Gefährlichste ist, nichts zu machen, immobil zu sein. Und wenn das sehr weh tut, dann macht man diese Übung nicht. Aber zumindest einmal auschecken kann man das nochmal. Nochmal. Nach hinten. Und dann wieder nach vorne. Noch einmal. Nach hinten und wieder nach vorne und rausgehen. So, also Auftrag polieren, dann genau, Auftrag polieren, dann gerne Handgelenk kreisen und wer das richtig geil haben will, macht eben die Dehnung im Vierfüßlerstand und wer das noch krasser haben will, macht die Dehnung im Vierfüßlerstand. Und wenn man das regelmäßig macht, auch nur die Mobi-Übung ohne diese Stützübung, dann sollten diese Handgelenkprobleme, vielleicht Unterarmprobleme, vielleicht auch diese Fingerprobleme, wenn man das hier noch macht zusätzlich, eher sich ein bisschen reduzieren. Prinzipiell hilft aber natürlich Pause machen zwischendurch, wenn man gesessen hat, aufstehen, mal lockern und so weiter und gar nicht erst dazu kommen lassen, dass man immer nur verkrampft in diese Haltung oder in diese Haltung ist, sondern immer viel bewegen, ja? Gelenke immer viel bewegen, Schulter immer viel rotieren, Oberrücken, Brustwirbelsäule immer viel rotieren, viel bewegen, Hüfte viel bewegen, viel rotieren. Was man machen kann, wir machen gleich weiter. Was man machen kann übrigens ist, was ich schon eingangs gesagt habe,
auf dem Boden Zeit verbringen. Automatisch, wenn man auf dem Boden Zeit verbringt, nehmt euch mal eine Stunde jeden Tag. Ich gebe mal jede Woche andere Tipps, aber vielleicht wollt ihr das auch. Eine Stunde jeden Tag, legt dann die Matte aus oder vielleicht habt ihr einen Teppich und bleibt auf dem Boden. Und das Schöne ist, es müsste so unbequem sein, dass ihr euch nicht einfach nur hinlegt, aber selbst das wäre besser als sitzen, sondern dass ihr so ein bisschen aktiv seid. Also wie ich zum Beispiel, auf dem Boden automatisch hier im Kniestand. Dann bin ich gerne auch in so einem Stand, ja? Oder ich wechsle das Bein. Oder ich mache zwischendurch halt die Innenrotation, Außenrotation. Oder ich setze mich einfach auf den Po, ja? Und versuche aus dem Po-Stand wieder hochzukommen. Und dann wechsle ich die Position. Und dann, dabei ist es geil, ich kann sogar ein Handy in der Hand halten. Und aber hier, zack, cool, wechsle ich noch einmal hier die Position und komme hier mal hoch und dann gehe ich mal hier rein und gehe ich in den Kniestand. Ja, und das, ich kann es immer machen, ich kann Switch zocken, ich kann auch Fernsehen, wie auch immer, und ich kann prinzipiell immer auf dem Boden bleiben. Was geil ist, man macht nicht viel, kippt nicht um, aber man hat gleichzeitig eine richtig tolle Hüftbeweglichkeit danach. Wenn man das täglich eine Stunde macht, hat man eine richtig tolle Hüftbeweglichkeit. Wir machen jetzt für die Hüfte noch was. Für die Hüfte. Und zwar Adduktoren und danach Hamstrings. Auf jeden Fall noch. Das mindestens noch. Und zwar lege ich die Matte wieder auf. Ich zeige es von der Seite. Also, wir machen jetzt wieder was für die Hüfte. Und zwar die erste Position, die Froschposition. Kennt ihr vielleicht vom Yoga, was wir Sonntag gemacht haben? Habe ich auch vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen bei der Mobi gemacht. Knie. Maximal weit auseinander. Füße nach außen zeigen und so ungefähr auf Kniehöhe. Das heißt nicht nach innen, sondern nach außen. So, jetzt werden wir ins Hohlkreuz gehen. Das heißt, die Hüfte ist nach vorne gekippt. Nicht nach innen, sondern die Hüfte ist nach vorne gekippt. Die Hüfte ist nach vorne gekippt und dann schieben wir uns nach hinten. Also Knie nach außen, Füße nach außen, ruhig die Unterschenkel öffnen. Und allein diese Position, für viele sieht es wahrscheinlich so aus. Oh, Hilfe! Wer kann, geht ein bisschen nach vorne, nimmt ein bisschen Druck raus. Dann macht ein Hohlkreuz und in dieser Hohlkreuzposition, also in diese vorwärts gekippte Hüftposition, schiebt ihr euch nach hinten. Schiebt ihr euch in die Dehnung rein. Und haltet einfach mal. Hüfte nach vorne kippt, in die Dehnung und haltet. Wer mag, gerne wieder raus, kurz lockern. Und wieder in die Dehnung rein. Wem das zu wenig ist, der geht auch in den Unterarmstütz. Auch hier wieder. Hohlkreuz, Hüfte nach vorne kippt und nach hinten in die Dehnung. Nach hinten in die Dehnung kann hier auch halten. Die richtig krassen, die können eben auch ganz runter unterhalten, aber machen wir jetzt erstmal nicht. Wir bleiben auf dem Unterarm. Hüfte ist nach vorne kippt. Denkt dran, kein Buckel machen, kein... Weil dann habe ich keine Dehnung in den Adduktoren. Deswegen Hüfte nach vorne kippen und nach hinten schieben, damit wir hier Zug in den Adduktoren haben. Auch hier können wir den Zug rausnehmen, kurz Pause machen, innehalten und dann wieder ganz locker, ganz geschmeidig in die Dehnung rein. Halten die Position. Das ist die Vorstufe. Wir machen gleich noch eine andere Übung. Aber das ist eines der besten Adduktordehnungen, meiner Meinung nach. Weil man sich hier nicht so viel auf die Fußposition konzentrieren muss, nicht auf die Knieposition konzentrieren muss. Wir müssen nur darauf achten, habe ich ein Hohlkreuz? Wenn ich hier kein Hohlkreuz machen kann, kann ich vielleicht hier ein Hohlkreuz machen. Ja, cool, jetzt habe ich die Dehnung. Und dann schieben wir das nach hinten. Und der Rest macht eben die Gravitation. Das heißt, das sind immer meine Lieblingsübungen, dass ich nicht immer auf 7 Sachen gleichzeitig achten muss, sondern einfach mal die Schwerkraft, die ihre Sache machen lasse und ich dann gleichzeitig Dehnung erfahre. Halten die Position nochmal, gehen noch kurz raus und ein letztes Mal nochmal nach hinten, gerne noch ein Stück weiter nach hinten als eben. Halten die Position, denkt dran, die Hüfte ist immer noch nach vorne gekippt. Halten nochmal so 10 Sekunden. Und wenn wir in eine andere Position gehen oder hier rausgehen, schieben wir gleich nicht die Knie zusammen, sondern gehen nach vorne. Halt nochmal 3, 2, 1. So, jetzt schaut zu, bevor ihr rauskommt. Wir gehen nach vorne und können uns dann hinlegen und dann die Knie wieder schließen und dann hochkommen. So haben wir den Druck am besten rausgenommen. Das ist die Froschposition. Meiner Meinung nach eines der besten
Hüftöffner, eines der besten Adduktor-Dehnungen. Für Leute, die Fußball spielen, sowieso essentiell. Generell für Leute, die viel sitzen. Auch Adduktoren sind bei allen Leuten verspannt. Könnt ihr nicht erzählen, es sei denn, ihr könnt Spagat, dann nicht. Also, Chat, lieber Chat, wir machen jetzt die nächste Übung. Und zwar, wir gehen wieder in die Froschposition, allerdings nur mit einem Knie. Pass auf, ich dehne mal jetzt die linke Seite mehr. Die Adduktoren können wir nämlich, und das ist wichtig zu wissen, die Adduktoren können wir dehnen im gebeugten Bein und im gestreckten Bein. Das sind zwei verschiedene Systeme, die wir dort dehnen. Und Einfallspinsel, vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Und deswegen haben wir das jetzt im gebeugten Bein gedehnt und jetzt wollen wir das im gestreckten Bein aufmachen. So, also, rechtes Bein nach außen. Ich gehe weit nach vorne. Hohlkreuz und jetzt strecke ich das linke Bein nach außen, sodass die Hacke ungefähr auf Kniehöhe ist. Ich zeige es vielleicht gleich nochmal von vorne. Aber ich bin hier in der Position. Auch hier mache ich wieder ein Hohlkreuz und schiebe meine Hüfte nach hinten. Und jetzt sollten wir hier in den Adduktoren, also Innenseite Oberschenkel im langen Bein, einen dollen Zug haben. Also es ist genau wie die Froschposition, nur dass wir ein Bein jetzt gestreckt haben zur Seite. Und wenn das zu wenig ist, genau wie in der Froschposition, können wir hier runtergehen, Hohlkreuz bleiben und dann nach hinten schieben. Und ihr merkt, das ist der gleiche Muskel, aber es ist eine andere Dehnung. Es ist eine andere Dehnung. Fühlt sich komplett anders an. Jetzt ist hier die gestreckte Seite unter Anspannung. Ich hoffe, das sieht man von der Seite. Sieht man das von der Seite? Ja. Wir halten jetzt alle mal die Position. Also Froschposition, ich kann dir nochmal gut zeigen. Froschposition. Gerne weit nach vorne gehen, damit Druck rausnehmen. Ein Bein lang machen, Hacke ungefähr auf Kniehöhe, Fußspitze zeigt nach vorne, so Hohlkreuz machen, nach hinten schieben. Wer mag, auf die Unterarme, immer noch Hohlkreuz machen, nach hinten schieben. So, und halten die Position. Wer mag, auch hier wieder, kurz Druck rausnehmen, nach vorne schieben und wieder in die Dehnung rein, nach hinten. Vorne gehen, Druck rausnehmen und nach hinten in die Dehnung. Einmal machen wir das noch, dann wechseln wir das Bein. Nach vorne gehen, Druck rausnehmen und nach hinten schieben. Halten jetzt nochmal 10 Sekunden, dann wechseln wir das Bein. 5. Okay, auch hier gehen wir wieder raus. Guckt euch das erstmal an. Nach vorne gehen, alle sind liegen. Dann zusammenziehen und dann nach hinten. So, wir wechseln jetzt das Bein. Ich hole euch mal her, dann kann ich ein bisschen mitlesen. Upsa. So, also Froschposition. Jetzt nehmen wir das rechte Bein. Rechts nach außen, Fußspitze nach vorne. Hohlkreuz machen. Ich gehe gerne hier auf den Unterarm und schiebe dann die Hüfte nach hinten. Ist das sinnvoll nach dem Training? Oder fast eher statt am Training. Nee, nicht statt am Training. Nach dem Training ist es sinnvoll, aber das ist theoretisch kannst du es auch abends machen oder jeden Morgen. Wichtig ist, nicht direkt unmittelbar vor dem Training. Und wieder nach vorne, wieder nach hinten. Super Gino, ich muss wieder arbeiten. Sehr schön, Marki Mark, hau rein. Bis Samstag. Mit dem Unterarm auflegen läuft, mega cool, sehr schön, freut mich. Wieder nach vorne, nach hinten, halt nochmal, 15. Zittern ist gut, zittern signalisiert, dass deine Muskeln in der Dehnspannung sind, ist okay. In der Fußballer sollte man die Leiste nicht dehnen oder bearbeiten, was sagst du? Halte ich für sehr gefährlich, die Aussage. Halt nochmal 5. Wieder nach vorne. Und wieder. Halte ich für nicht richtig, dass Fußballer das nicht machen sollten. Es stimmt schon, man braucht eine gewisse Festigkeit, eine Steifigkeit, aber eine Hüftmobilisierung einem Athleten zu verwehren, ist meiner Meinung nach eher negativ zu betrachten.
Du kannst gerne mir schicken, wo du das Zitat her hast oder gibt es einen Artikel oder irgendwas dazu oder wer das gesagt hat. Schick mir das gerne, aber einem Athleten zu sagen, nee, du sollst die Hüfte nicht mobilisieren oder es ist gut, dass du eine steife Hüfte hast, ist meiner Meinung nach absolut fachlich nicht richtig. Ansonsten, wie gesagt, schick mir das gerne, ich guck mir das gerne an, wer das gesagt hat. Kann ich vielleicht nochmal im Podcast drüber eingehen. Ich komme mit der Froschposition, mit der Ferse nicht am Boden. Dann würde ich dir empfehlen, geh mit dem Oberkörper weiter nach vorne, damit du ein bisschen Druck rausnimmst. Und dann versuch nochmal die Füße weiter nach außen zu schieben. Also geh nach vorne, weiter vorne hast du weniger Druck und dann schieb die Füße noch ein bisschen weiter nach außen und dann versuch die Hacke auf den Boden zu bekommen. Also einfach nach vorne gehen, dann passt das schon. So, Hamstrings, hintere Oberschenkel wollen wir auch ein bisschen dehnen, ein bisschen mobilisieren. Da können wir auch wieder verschiedene Sachen machen. Wir machen einmal im Liegen und einmal im Kniesitz. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut bestellt. Wir machen jetzt die Hamstring-Dehnung. Von der Seite ist es wahrscheinlich am besten, euch zu zeigen. Vielleicht so. Ihr legt euch auf den Rücken. Ihr legt euch erstmal. Ich trinke nochmal einen Schluck. Es ist übrigens wichtig, viel zu trinken, damit es alles geschmeidig bleibt. Nicht dehydrieren. Damit der Blutfluss schön geschmeidig ist. Schön geschmeidig. So. Ja, wie mache ich das denn? So? Hier so, schräg vielleicht. Also legt euch auf den Rücken. Ich fange jetzt wieder mit dem linken Bein an. Das rechte Bein ist gestreckt oder gebeugt. Eigentlich ist mir das egal. Ich suche mir was für den Kopf. Ihr braucht nichts für den Kopf. Ihr könnt euch einfach hinlegen. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ist egal, wo der Kopf gerade ist. Kopfkissen oder ihr legt euch einfach hin. Ich dehne jetzt das linke Bein. Das rechte ist bei mir gebeugt. Liegt aber viel mehr daran, dass ich keinen Platz habe zum Strecken. Ihr könnt gerne... Ihr könnt gerne strecken, wie ihr möchtet. Und wir ziehen jetzt das linke Bein... Ganz locker. Wir ziehen das linke Bein hoch und versuchen das zu strecken. Ziehen hoch, versuchen zu strecken. Und dann wieder runter. Lassen den Oberschenkel hoch, oben. Und dann wieder strecken. Wieder runter. Und das ist für viele wahrscheinlich sehr, sehr anspruchsvoll, dadurch, dass wir die Hamstrings nie dehnen. Aber wir halten trotzdem die Position. Wir machen gleich noch eine andere. Also kurz halten, wieder runter. Wichtig ist, dass ihr die Fußspitzen nicht zu sehr anzieht, weil dann habt ihr es in den Waden. Wir wollen jetzt nicht in den Waden den Zug haben, sondern Hamstrings, das heißt Fußspitze könnt ihr locker lassen. Ihr müsst sie jetzt nicht flexen, ihr könnt sie locker lassen. Versuchen aber das Knie weit zu strecken. Also hier weit strecken, wieder zurück. Nochmal strecken, zurück, einmal noch, strecken. Zurück. Wir wechseln das Bein. Es kommt gleich noch eine andere Übung dazu. Auch im Liegen. So. Strecken. Wieder zurück. Wir versuchen jetzt in 90 Grad Position Oberschenkel zu arbeiten. Ja? Oberschenkel bleibt hier 90 Grad Winkel. Strecken hoch. Zurück. Wichtig ist nicht hier strecken, logischerweise. 90 Grad. Hoch. Runter. Was hältst du von den Balance Boards, die gerade so im Trend sind? Ich finde es sehr interessant, ob es Balance Boards, die im Trend sind. Welche Balance Boards sind denn gerade im Trend? Ich weiß nicht genau, welche du meinst. Meinst du so ein Roller-Roller? Oder, weil dieses Jahr gibt es ja schon seit Jahrzehnten. So. Ich glaube, da viele Leute sitzen, eher besser die Oberschenkel zu dehnen und die Hamstrings zu trainieren, beides. Das stimmt, Hamstrings auf jeden Fall trainieren. Aber jetzt zu sagen, nur weil ich den trainieren muss, dass ich den nicht dehne, wäre auch ein bisschen fahrlässig, genauso wie Gluteus. Gluteus muss auch jeder dehnen, aber trotzdem hat jeder einen starken Piriformis durch das viele Sitzen. Einmal noch. Okay, wir wechseln wieder das Bein. Wechseln das Bein und jetzt pass auf.
Wir greifen mit der linken Hand die rechte Fußaußenkante. Und wir machen das Gleiche. Wir strecken und ziehen dabei mit der Hand so ein bisschen das Knie Richtung Brust. Anziehen, ich zeige es mal von der Seite. Ich glaube, ihr seht das aber, glaube ich. Anziehen und wieder locker lassen. Anziehen. Wieder locker lassen. Nochmal. Anziehen. Oh, ich versuche gleichzeitig mit Chat hier zu hantieren. Anziehen. Locker. Nochmal. Anziehen. Locker. Nochmal. Anziehen. Lang machen. Locker. Einmal noch. Langziehen. Ja, okay. Wechseln. Mit der rechten Hand, rechte Fußkante. Rechte Hand, rechte Fußkante. Anziehen. Vielleicht ist in der einen Seite mehr Drehung als auf der anderen. Mehr Dehnung als auf der anderen. Das ist auch vollkommen okay. Locker lassen. Hochziehen, Kinn zur Brust. Knie zur Brust. Hochziehen. Locker lassen. Hochziehen. Locker lassen. Hochziehen. Locker lassen. Locker lassen. Wir machen noch dreimal. Einmal noch. Okay. Okay. Komm wieder hoch. Wir bearbeiten jetzt erstmal wieder den Gluteus. Für den Gluteus. Ganz klassisch, halten wir einfach die Taube. Ich mache die Taube gerne so ein bisschen in der relaxten Position, weil ich ein relaxer Dude bin einfach. Ich fange jetzt auch mit dem linken Bein an. Ich fange übrigens immer links an, weil ich links verspannter bin als rechts. Und auch wenn ich eine Flexion mache, eine Dehnung, ich halte die linke Seite, weil die verspannter ist, länger als die rechte Seite, wenn ich mich dehne oder wenn ich sowas mache, weil die verspannter ist und die andere nicht. So, 90 Grad Position. Ich drehe mich, also ich stütze mich hier mit der Hand ab und hier und ich drehe mich so ein bisschen ein. Nochmal. Ich will jetzt die linke Pobacke dehnen. Das heißt, ich bin hier in der 90 Grad Position vom Unterschenkel zum Oberschenkel. So, jetzt theoretisch, wenn ich sitzen würde, würde ich ja quasi dahin gucken, ja, weil die Hüfte in die Richtung geöffnet ist. Jetzt will ich die Hüfte aber zumindest so gut es geht nach vorne drehen. Deswegen mache ich das hier nicht auf dem Boden, sondern ich stütze mich ab. Hüfte geht hoch. Ich drehe mich jetzt nach vorne. Ja, jetzt zeigt die Hüfte mehr in die Richtung. Und das ist die Taube. Wir können die Taube halten, Taubenposition. Wir dehnen jetzt links den Gluteus, den Po-Muskel. Was ich dann auch gerne mache, weil ich ein relaxer Dude bin, ich lasse mich nach vorne fallen, aber in der Position und halte die. Das Schöne ist, selbst wenn jetzt der Rückenstrecker nicht für die Spannung sorgt, selbst wenn der Rückenstrecker jetzt nicht aktiv ist und selbst gedehnt wird, können wir durch diese Position trotzdem dafür sorgen, dass der Po in Dehnposition ist. Das heißt, trotzdem haben wir hier eine Dehnung im Po. Eine Dehnung im Po. Wir können die prinzipiell so halten. Da ist die Dehnung vielleicht größer, aber so 5 Minuten halten will ich vielleicht auch nicht so. Deswegen Hüfte ist nach vorne kippt und ich lehne mich jetzt nach vorne. Ich lehne mich nicht hier nach vorne, ja? Ich lehne mich nicht irgendwie hier, wo die Hüfte geöffnet ist, sondern ich drehe mich dahin und ich lehne mich so Richtung Knie, Richtung Mitte der Oberschenkel irgendwie so nach vorne und bleib mit beiden Ellbogen, mit beiden Unterarmen unten. Und jetzt habe ich eine große Dehnung im Gluteus. Vielleicht merken das einige von euch in Hamstrings links auch. Auch okay. Ich stelle seit kurzem meinen Laptop auf den Couchtisch und arbeite aus diversen Positionen auf Fußboden. Das ist es. Mod Edge. Genau das ist es. Auf dem Fußboden arbeiten. Selbst wenn man nicht so Ahnung hat, fuck, was soll ich jetzt machen, diese Übung ist egal. Wir bleiben da einfach in der 90-90 Position für den Hüftbeuger. Oder wir können aus der Taube hier arbeiten oder im Kniestand. Allein diese Rotation automatisch in die Position, die man kommt, wenn man auf dem Fußboden arbeitet, öffnet die Hüfte komplett. Also sehr, sehr gerne. Ich stehe da bei meinem Tipp, jeden Tag eine Stunde auf dem Boden verbringen,
Öffnet die Hüfte ungemein. Ungemein. Zufällig die gleiche wie Gino. Was denn? Die Matte? Ah, die japanischen Tische. Stimmt, da bist du ja eh flacher, da bist du eh tiefer. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Kann man mal machen. Ich komme nicht mit dem rechten Ellbogen auf den Boden. Dann lass beide Hände auf dem Boden und bleib in der Position. Wenn das nicht geht, Alter, ich sehe mich gar nicht mehr. Ich habe gar kein Preview, weil der komplette Chat voll ist. Wenn das nicht geht, ein Ellbogen ist auch okay. Dann versuchen den anderen Ellbogen hier auf dem Unterschenkel zu platzieren. Oder eben beide Hände. Es ist nicht wichtig. Es ist nur für mich halt deutlich entspannter, wenn ich hier bleibe, ja? Ist es normal, dass es nicht im Po zieht, sondern auch im inneren Oberschenkel? Adduktoren, ja, könnte durch die vorherigen Übungen jetzt vielleicht ein Dehnreiz da sein. Nee, ist nicht normal, aber es ist ja auch nicht sehr besorgniserregend. So, wir gehen wieder hoch, gehen locker aus der Position raus. Nicht indem wir krampfhaft das Bein zurückziehen, sondern indem wir die Hüfte erstmal rotieren. Und jetzt pass auf, was wir am Anfang gemacht haben. Innenrotation, Außenrotation. Und theoretisch machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Dadurch, dass ich mich wegdehne von der Seite, mache ich das wieder in die Richtung. Ja? Aber man könnte theoretisch die Taube auch mit der Innen- und Außenrotation verbinden. So, 90 Grad Position. Ich stütze mich ab, drehe die Hüfte in die Richtung. Und jetzt gehe ich wieder runter Richtung Knie und beide Ellbogen auf den Boden. Wer das nicht kann, mit dem linken Ellbogen eben auf den Unterarm oder eben beide Hände auf den Boden. Ja? Geht alles. Geht alles. Woher kennt man dich? Steht doch in der Info. Woher kennt man mich? Ich bin sehr bekannter Sportwissenschaftler aus Hamburg. Überaus bekannt. Vielleicht durch meine fantastische Masterarbeit. Die hast du wahrscheinlich gelesen. Ich habe nämlich ein Review geschrieben über Krafttraining bei Frauen und die ist in den Fachkreisen richtig bekannt und ich glaube, die hast du wahrscheinlich gelesen, da ist dir mein Name wahrscheinlich untergekommen. Spiele mit Schwert, ja. Macht eine Kombination von Homegames und viermal den Stream Sinn, das ist zu viel. Ist wahrscheinlich zu viel, wenn du aber Experte bist und deine Regeneration einschätzen kannst, ist wahrscheinlich okay. Also, solange die Regeneration geht, dann ist alles okay. Dann kann man auch täglich Sport machen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Aber, hey, wenn man seinen Körper kennt und weiß, wie man regeneriert, okay. Ich mache, wie gesagt, auch 9-mal die Woche Sport. Das ist eigentlich auch zu viel. Aber ich kann mich regenerieren. Das geht schon irgendwie. Aber man muss halt mit den Konsequenzen leben. Wie zum Beispiel sehr verspannte Muskeln. So bekannt wie alle anderen verfassten Masterarbeiten auf der Welt. Ja, genau so. Gleich mal auf Google Scholar suchen gehen. Ich habe sie kennengelernt als Albino Gino, ja. So, wir gehen wieder raus. Rotieren uns wieder ein und aus. So, schön. Ich glaube, wir sind dann erstmal durch. Ach nee, die andere Hamstring-Position. Das können wir nochmal machen. Die andere Hamstring-Position. Dann sind wir auch wirklich schon durch. Also, nochmal Hamstring dehnen. Jetzt werden wir unsere Hacke vorne aufstellen. Ich zeige es von der anderen Seite. Knie rauf. Hacke aufstellen. Ja. Und Fußspitze anziehen. Das Wichtige ist, das Bein bleibt gebeugt. Es ist nicht gestreckt, dann haben wir wieder eine Dehnung in den Zwillingswadenmuskel, sondern das Knie ist gebeugt und jetzt werden wir hier mit geraden Rücken, dadurch, dass wir einen Zug in den Hamstrings haben wollen. Jetzt den Rücken zu runden ergibt nicht so viel Sinn, weil wir die Dehnung hier raus sind. Deswegen gerade Rücken. Wir drehen uns auch hier wieder mit der Hüfte Richtung gedehntes Bein. Gerade Rücken, Po nach hinten schieben. Und diese Position können wir gerne halten oder wieder rausgehen und dann wieder in die Position. Und das werden wir auch machen.
Und ich garantiere euch, dass 70% der Leute, die das jetzt zum ersten Mal machen, keine Dehnung hier hinten haben werden. Dadurch, dass sie versuchen, nicht mit der Hüfte zu arbeiten, also nicht die Hüfte nach hinten zu schieben, sondern versuchen, irgendwie nach unten zu greifen und den Rücken dabei runden. Wenn ich jetzt den Rücken dabei runde, habe ich überhaupt keine Dehnung hier in den Hamstrings und es fühlt sich auch sehr komisch an und sehr, ja, sehr strange. Ich habe hier null Dehnung hier hinten. Es geht nur, wenn ich meinen Rücken gerade lasse. Rücken ist gerade, von Hüfte bis Schulter und die Hüfte geht nach hinten. Rücken ist gerade, Hüfte geht nach hinten und jetzt habe ich hier einen starken Zug hier hinten. Versucht es so lange, bis ihr es schafft, mit geradem Rücken nach hinten zu gehen. Ihr bleibt in der Position oder macht es eben dynamisch. Von oben sieht das übrigens so aus, dass es wie Kreuzheben gestrecktes, beziehungsweise RDLs, rumänisches Kreuzheben. Leicht in die Knie gehen, Hüfte nach hinten schieben, gerade Rücken, Hüfte nach vorne. Und die meisten von euch, das ist kein Angriff, aber es ist nur eine Beobachtung von den letzten 15 Jahren, in der ich Trainer war, na gut, 14 Jahre, dass die meisten diese Position nicht einnehmen können. Weil es ungewohnt ist, den Rücken gerade zu halten, wenn wir runtergehen. Das ist aber die stabile, gesunde Position. Immer wenn wir Sachen heben, sollten wir das mit geradem Rücken machen. Zumindest einen stabilen Rücken. Der muss nicht immer perfekt gerade sein. Gerade wenn wir Körpergewichtsübungen machen, heißt es nicht immer perfekt, hundertprozentig gerade. Das stimmt nicht, aber zumindest wenn wir externe Lasten irgendwie hochheben, wie eine Kiste oder sowas, soll der Rücken gerade sein. Und wir sollten zumindest in die Position gehen können. In die Hüftbeugerposition. Gerade Rücken. Auch hier habe ich eine Dehnung hier hinten. Und diese wollen wir reproduzieren auf dem Knie. Also zack, Bein gebeugt, gerade Rücken, Po nach hinten schieben. Habe seit einigen Wochen Schmerzen in der linken Schulter. Bei einer bestimmten Rotation gibt es eine Dehnübung. Boah, das ist zu vage. Kann ich von außen schwer beurteilen. Was für eine Rotation? Hast du eine Entzündung? Kommt dein Schulterkopf gegen den Schulterdach? Das ist schwer zu sagen, was du da gemacht hast. Ist es ein Trauma? Ist es Verschleiß? Ist es was Funktionelles? Ist die Muskulatur? Das kann ich schwer sagen. Hau rein, Tomislav. Bis Samstag. So, wechseln das Bein. Sorry, schwer zu sagen. Versuch die Schulterübung. Anderes Bein übrigens. Versuch die Schulterübung, die ich eingangs gezeigt habe. Wenn du da große Schmerzen hast, dann lass das. Versuch eine andere Übung. Also ich habe einige gezeigt. Wenn du keine Schmerzen hast, dann versuch das weiterzumachen. Eine Schulter-Mobi hilft immer. Dann versuchst du dann hintere Schulter zu trainieren, den Rücken zu trainieren, damit die Schulter nach hinten geht. Und dann versuchst du mehr in der Außenrotation zu kommen. Das ist jetzt von außen das, was ich dir mitgeben kann. Ansonsten, wenn du eine Entzündung hast, musst du natürlich irgendwie versuchen, die Entzündung wegzubekommen. Durch Mittel, durch Physio, wie auch immer. So. 313 Subs, krass. Noch 37, bis Charlotte hier mitmacht. Ich habe mir eine Achillessehnenentzündung beim Laufen zugezogen. Ihr macht übrigens alle noch hier, ne? Mache momentan an der Treppe eine Absenkübung für die Sehne und die Wade seit ca. 3 Wochen. Leider finde ich nirgends was. Ab wann man wieder laufen darf, kannst du mir einen Rat geben? Ah ja. Achillessehnenentzündung. Das Ding ist Entzündung. Gerade in der Achillessehne kannst du mal schön 6 Wochen mitrechnen. Dadurch, dass wir das halt nicht komplett regenerieren können, heilen können, wahrscheinlich hast du schon eine Schiene, ne? Wahrscheinlich hast du schon eine Schiene oder eine Bandage. Zum Beispiel eine Entzündung hier im Handgelenk wird auch 6 Wochen dauern, aber bewegen wir auch immer, können wir aber mehr schon. Eine Achillessehne können wir dadurch, dass wir uns bewegen, dass wir immer automatisch Last drauf geben und jeder Gang eben eine kleine Dehnung in der Schollmuskel oder Wadenmuskulatur und dementsprechend auch in der Sehne führt, können wir das nicht komplett regenerieren lassen, zumindest nicht immer wieder. Deswegen, ich gehe mal von mindestens 6 Wochen aus. Wenn du nach 5 Wochen merkst, ich habe jetzt null Schmerzen mehr, ich brauche die Bandage nicht mehr, ich brauche keine Salbe mehr, wie auch immer, dann hast du Glück, dann ist es eben nur 5 Wochen. Ich gehe mal aber eher davon aus, 6 Wochen, bis du wieder komplett belasten kannst. Ich weiß nicht, ob du Mittelfußläufer bist oder Vorfußläufer, ob du springst generell, vielleicht bist du ein Sprungathlet, dann lass dir damit bitte Zeit.
Aber ich würde sagen, mindestens 6 Wochen, dann kannst du wieder Last drauf geben. Damit meine ich gehen, ja, vernünftig gehen, wieder mehr gehen, mehr Volumen. Und dann noch wahrscheinlich ein bisschen warten, bis du wieder vernünftig springen kannst und sprinten kannst oder was auch immer du machst als Athlet oder wie auch immer. So. Es ist normal, dass mein Knie wehtut, auf dem ich mich abstütze. Bei der Übung eben? Nee, ist nicht normal. Leg dir was unter das Knie. Leg dir was unter das Knie. Wenn das wehtut. Ist nicht normal, nein. Prinzipiell ist Wehtun auch nicht, auch immer nie normal. Man muss ja unterscheiden. Tut der Muskel weh? Tut das Gelenk weh? Oder ist es nur eine Dehnspannung? Eine Dehnspannung ist, okay, der Muskel ist wahrscheinlich sehr verspannt, ich gehe in eine Dehnung und deswegen habe ich dort eben eine Spannung in der Muskulatur. Wenn irgendwas wirklich weh tut, dann halten wir die Position eh nie, wechseln die Position. Wenn irgendwas wirklich weh tut, wenn das Gelenk innen drin in der Kapsel irgendwie schmerzhaft ist und es weh tut oder der Muskel wirklich kurz vorm Reißen ist, ist es too much. Eine Dehnspannung zieht immer, logischerweise, sonst ja, bringt das auch nicht so wirklich was. Aber wehtun ist meistens falsch. Chosen. Erstmal danke ich dir natürlich für den Sub. Sehr, sehr schön. Ich liebe den Mobi Donnerstag. Sehr schön toxic. Scheiße, das ist alle 15 Minuten. Ich liebe den auch. Macht sehr viel Spaß. Und bringt mir natürlich auch ein bisschen was, dass ich ein bisschen runterkommen kann von dem Trainingsvolumen. Das ist wirklich gut, weil viermal die Woche Kraftausdauer im Stream und dann noch mein eigenes Training wäre ein bisschen zu hart, deswegen bin ich froh, dass ich donnerstags, dass ihr das auch mögt, dass es hoffentlich auch ankommt. Freut mich sehr.